Geld und Ordnung, wie diese zwei Themen zusammenhängen und wie du durch mehr Ordnung Geld sparen kannst, darum geht's heute im Raumtalk. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und zeige dir hier jede Woche, wie du mit einfachen Maßnahmen deine Räume glücklich und erfolgreich gestaltest und wie du deine Ziele und Träume in deine Räume bringst. Heute geht es ums Thema Geld und heute geht es ums Thema Geld sparen. Das ist sehr selten bei mir, dass es um Sparen geht, weil beim mir schaue ich immer, ja, dass das Geld in den Fluss kommt und dass wir uns nicht irgendwie zurücknehmen. Anders ist das beim Thema Ordnung. Und beim Thema Ordnung kommt immer wieder das Geld ins Spiel. Wenn ich zum Beispiel, wie jetzt, wenn du diesen Raumtalk live hörst, im Oktober 2017 mein Let It Go Programm verkaufe, dann stellt sich immer wieder die Frage, ja, wie viel Geld kann ich sparen, wenn ich Geld investiere in mein Ordnungsleben? Und du kennst es vielleicht selbst auch, wenn man etwas investiert, oft machen wir dann innerlich schon diese Bilanz, wenn ich das investiere, was bekomme ich heraus? Ich entscheide auch oft so und denke mir dann, ja, eigentlich ein Blödsinn. Weil wenn es um mein Leben geht, dann ist doch eigentlich eine Verbesserung, wenn ich glücklicher bin, wenn ich zufriedener bin, das ist ja unbezahlbar. Trotzdem wollen wir uns das heute genauer anschauen. Ein anderer Grund, warum wir uns das anschauen, die Ordnungschallenge ist vorbei. Aber dort kam so oft die Frage, wenn ich jetzt entrümple und dann im Hinterkopf kommt immer wieder dieser Gedanke, ja, das hat ja viel Geld gekostet. Das kann ich nicht wegwerfen, weil es ist viel Geld wert. Dieser Gedanke, den kann ich natürlich auch anders sehen, wenn ich weiß, was Ordnung, was Entrümpeln mit dem Geld zu tun hat. Daher gebe ich dir 5 Dinge mit, 5 Blickwinkel aufs Thema Geld und Ordnung und ich lade dich ein, das einmal für dich zusammenzuschreiben, vielleicht wirklich in Zahlen. Ja, ist nicht einfach und wird nicht überall möglich sein, aber in manchen Dingen vielleicht, wenn du dir bewusst wirst, wie viel du vielleicht an einem Tag oder in einem Monat sparen kannst durch mehr Ordnung. Und da musst du nicht überall Zahlen dazu schreiben, schreibe dir nur stichwortmäßig auf, wann das war und wie das ist, dann erkennst du selber, dann hast du schwarz auf weiß deine Bilanz und das erleichtert uns oft Entscheidungen, das erleichtert uns dann auch das Entrümpeln und das stärkt unser Warum wollen wir Ordnung schaffen. Denn es gibt viele Gründe für Ordnung und die meisten hängen mit dem Geld auch irgendwie zusammen. Wir starten aber mit dem einen Grund, wenn du Unordnung hast, dann kann es durchaus passieren, dass du Dinge 2-3 Mal besitzt, kaufst, kostet Geld, die gar nicht brauchst. Ich habe vor längerer Zeit in meinem Abstellraum die Küchenrollen sortiert und habe dann in meiner ganzen Wohnung, auch im Keller, überall nach Küchenrollen gesucht. Und es kamen 15 zum Vorschein. Viel zu viele, weil sie alle nicht am richtigen Platz waren, weil Unordnung war. Und ich habe immer neue gekauft. Klar, Küchenrollen, kein Problem, die kann ich aufbrauchen, die wären auch nicht kaputt. Aber es kann durchaus auch was anderes sein. Was Teures, was du nicht findest, was du in dem Moment nicht bereit hast und daher neu kaufst. Beobachte das einmal genau. Zum Beispiel eine Kundin hat mir jetzt geschrieben, du hast recht, wir haben den Akkuschrauber einfach nicht gefunden. Er war nicht an seinem Platz und haben einen neuen gekauft. Das ist durchaus eine große Investition und das summiert sich aufs ganze Jahr, aufs ganze Leben. Das kann eine Riesensumme werden. Also Ordnung spart uns hier Geld.
Das zweite, und das ist eins meiner Lieblingsthemen, wenn wir viele, viele, viele Dinge haben, zu viele, und wenn wir dann die nicht unterbringen, dann versuchen wir durch neuen Stauraum und neuen Platz dieses Problem zu lösen. Und dann brauchen wir neue Möbel, wir brauchen neue Abstellräume, wir brauchen neue Boxen, was auch immer, im Großen und im Kleinen. Wir schaffen neuen Raum oder anderen Raum, der scheinbar besser ist für unsere Ordnung. Und das ist das, was wirklich ins Geld gehen kann. Überleg dir mal, wie oft du dran denkst, eigentlich bräuchte ich einen zusätzlichen Schrank, mehr Abstellraum, vielleicht überlegst du sogar was anzumieten. Und in vielen, vielen Fällen hat das damit zu tun, dass wir zu viele Dinge haben, dass wir Unordnung haben und das gar nicht notwendig ist. Ja, ich weiß, einige wohnen in sehr, sehr kleinen Wohnungen, wo wenig Platz ist, und die sind voll trainiert schon, mit wenig Platz auszukommen. Die werden vielleicht auch immer wieder was optimieren müssen. Aber in vielen, vielen Fällen können wir uns das Geld sparen und für viel wichtigere Dinge, zum Beispiel auch für die Ordnung, nützen. Auch das ganze Thema, und unterschätze nicht, Abstellräume, Schrankräume einrichten. Das ist viel, viel Holz, viel, viel Platten, viel, viel Schrauben. Und wenn man sich denkt, so ein Schrankraum, manchmal hat man den Gedanken, das kann ja nicht viel kosten. Weil das sind ja nur ein paar Bretter, da ist nicht viel Deko und so weiter dran, aber es ist viel Material, es ist viel Aufwand, das zu produzieren. Und genau die Dinge sind oft sehr, sehr teuer für unser Gefühl im Vergleich zu anderen Möbelstücken. Und wenn es dann immer mehr wird, was wir brauchen, dann kann sogar das Gefühl kommen, ich muss ausziehen. In meinem Let It Go Programm war das im Frühjahr bei einer Kundin von mir so. Die hat dann im Let It Go Programm gestartet und hat mich vorher noch per E-Mail gefragt, soll ich überhaupt beginnen, weil ich will unbedingt ausziehen, meine Wohnung, ich fühle mich nicht mehr wohl und sie ist mir viel zu klein. Sie hat dann losgelegt mit der Ordnung. Sie hat Wertschätzung in die bestehende Wohnung gegeben. Ja, vielleicht wird sie auch noch ausziehen, aber sie hat jetzt in der bestehenden Wohnung, fühlt sie sich so richtig wohl und sie hat genug Platz. Sie hat nicht das Gefühl, ich muss sofort hier weg. Und damit hat sie sich viel, viel, viel Geld erspart. Weil so eine Übersiedlung ist teuer, da braucht man neue Möbel, da muss man Maklergebühren, Eintragungen, Übersiedlungswegen und zahlen. Und so oft ist das der Fall. Denke einmal darüber nach, vielleicht auch bei dir ein Thema. Manchmal natürlich ist es wunderbar, in etwas Größeres zu ziehen, aber der Grund sollte nicht unbedingt der sein, dass man glaubt, dort sind alle Ordnungsprobleme gelöst. Übrigens, das sind sie nämlich gar nicht, denn in einem größeren Raum, da werden sie meistens nur noch viel größer. Das dritte, das sind so Kosten von zwischendurch. Zum Beispiel das Reinigen. Das Reinigen, wenn viel Unordnung ist, ist viel aufwendiger. Und da brauchst du vielleicht mehr Materialien, was auch immer. Das sind so kleine Beträge, die dazukommen. Wenn du das Reinigen ausgelagert hast und jemand kommt und unterstützt dich, das kann auch in einem Büro sein und so weiter, dann ist das wirklich auch bares Geld, denn du musst mehr zahlen, wenn es länger dauert. Und da sind wir auch schon beim vierten Punkt. Zeit ist auch Geld. Also eigentlich alle Gründe, die wir für Ordnung haben. Wenn wir Ordnung haben, dann haben wir mehr Zeit für uns, für andere. Dann brauchen wir nicht so lange, um zu entrümpeln. Dann suchen wir nicht so viel. Aber auch Gründe wie Gesundheit. Wenn ich alle Dinge in Ordnung habe, wenn nicht stickige Luft bei mir ist, dann bin ich tendenziell gesünder, kann meine Gesundheit fördern und ihr wisst, auch gesund sein kostet Geld. Also schaut nochmal in die 44 Gründe, das finden sich so viele, die wirklich auch Geld kosten. Und der größte ist natürlich, das Zeit ist Geld, auch deine. Und du kannst durchaus einmal ausrechnen, wie viel ist das?
wenn du das multiplizierst, die Zeit mit dem, was du ja, verdienst pro Stunde, da kommt so, so viel zusammen. Und das sind kleine Beträge beim einmal irgendetwas suchen und das summiert sich im ganzen Jahr. Viel Geld, das du sparen kannst, wenn du Ordnung in deine Räume bringst. Und das fünfte, und jetzt kommen wir vom Sparen weg. Wenn du Ordnung hast, dann wirst du tendenziell auch erfolgreicher sein. Und dazu gibt es viele Studien und Belege und es gibt auch die Geschichten meiner vielen Kunden und Kundinnen, die schon zum Beispiel beim Let It Go Programm dabei waren. Gerade im letzten Jahr, wie wir im Frühjahr gestartet haben. Einige davon, die haben wirklich auch den Erfolg ihres Unternehmens, ihrer Tätigkeit gesteigert. Und das ist egal, ob du selbstständig bist oder wo arbeitest. Es ist so oft passiert und es war auch seinerzeit bei mir so, wie ich gearbeitet habe, noch angestellt. Da habe ich so eine Ordnungsaktion gestartet, ich kann mich noch genau erinnern, und plötzlich war die Gehaltserhöhung da, ohne dass ich eigentlich was dafür getan habe. Und das ist die große Wirkung, die auch dir und dich und dein Geldleben unterstützt. Also, es macht wirklich Sinn, Zeit und Geld in dein Ordnungsleben zu investieren. Und ich weiß von mir und von vielen, vielen anderen, dass diese Bilanz, die wir uns im Kopf oft machen, sehr, sehr schnell ins Positive dreht. Auch gerade die Geldbilanz, aber auch die Zeitbilanz. Schau sie dir an bei dir, wenn du noch mit dem Let It Go Programm jetzt starten willst. Wir starten jetzt wieder, dann erst wieder 2018. Melde dich bei mir und schau auf jeden Fall auch vorbei noch zu meinen anderen Artikeln zum Thema Ordnung, vor allem die 44 Gründe. Dort findest du sicher einen, der dich so richtig motiviert, gleich heute etwas zu tun für die Ordnung in deinem Zuhause, für dein Wohlfühlen, für all die Dinge, die wir nicht berechnen können, aber auch für dein Geldleben und für dein Bankkonto, denn wenn du ordentlicher bist, dann sparst du viel, viel Geld. Das waren die Tipps zum heutigen Raumtalk. Du kannst jetzt bei dir selbst schauen und einen Lokalaugenschein machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie mit anderen und inspiriere diese. Und komm auf meine Seite www.mariahusch.com. Dort bekommst du noch mehr Tipps zum Thema Raum und natürlich auch zum Thema Ordnung. Trag dich dort ein, komm in meine Community. Du bekommst 3 Videos, mit denen du gleich loslegen kannst. Und in meiner Community bekommst du immer die neuesten Informationen und so manche Dinge, die ich nur in meiner Community teile. Und ja, zum Abschluss, wie immer, meine Erinnerung an dich, mein Motto. Verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Alles Liebe und bis zum nächsten Raumtalk.